Also, auf geht's. Nani? Hi. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspirohr wer weiß wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in den Ball mit dir. Mein Name ist Julia. Ich bin Jurorin bei der Super-Wettbewerbsshow. Besuch mich doch mal in der Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Ja, endlich wieder Sex. Geil. What the fuck? Okay, was geht denn hier ab? Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du die Qual der Wahl. Stellst du dich der Arena oder der Super-Wettbewerbsshow? Ja, mal gucken, ne? Ich bin's mir noch nicht sicher. Okay. In der Johto-Region wurden angeblich auch Eier gefunden. Eier! Hallo, du da. Wärst du an einem Pokémon-Ei interessiert? Es wurde im Pokémon-Hort in Trostu gefunden. Möchtest du es haben? Jo. Wenn's shiny ist, warum nicht, ne? Ei. Professor Lind. Aha. So, falsche Tasche. Ja, ich habe ja schon das Manaphy-Ei. Jetzt habe ich noch Ei-Ei. Hier Ei-Ei und hier Manaphy-Ei. Nice. Ganz viele Eier. Sag mal, schönes Omelette noch. Okay, was jetzt? Ich komme aus der Höhenregion und bin hier neu zu Besuch. Auf der Suche nach der Wettbewerbshalle hatte ich mich verlaufen. Zum Glück haben mir Leute den Weg gezeigt. Das war krass. Ich kann dir auch den Weg zeigen. Nee, danke. Alles gut. Ich gehe lieber hier in das Haus. So, was geht denn hier ab? Das sieht aus wie der Poké-Fanclub. Willkommen im Pokémon-Fanclub. Dein Staravia. Es liebt dich über alles. Da fühle ich mich richtig wie das fünfte Rad am Wagen. Als Zeichen eurer Freundschaft möchte ich euch etwas Schönes schenken. Zutraulichkeitsband. Oh, nice. Dankeschön. Und Anton. Ruf. Hallo, wie geht's? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn du deine Pokémon, ich sag mal, belohnen willst, was tust du dann? Nun, was mich betrifft, ich gebe ihnen ein leckeres Knurps. Warum, fragst du? Weil ich damit, ich sag mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Zum Beispiel, sagen wir mal, ich gebe meinem Pokémon einen süßen Knurps zu futtern. Dadurch gewinnt es deutlich an Anmut. Sagen wir, ich gebe ihnen einen Schafen. Dann gibt's eine Coolness. Wie du siehst, sind die Knurpse sehr wichtig und gesund für die Pokémon. Nun, ich würde sagen, für deine Geduld hast du dir eine Box verdient. Viel Vergnügen. Knurpsbox. Whatever. Jetzt kann ich die Dinger verstauen, oder was? Ja, moin. Cool, cool. Moin. So, haben wir hier noch ein Haus. Geht denn hier ab? Unsere Super-Wettbewerbsshow und der Platz der Treue locken viele Besucher an. Deshalb müssen wir unser Bestes geben, um die Stadt schön zu halten. Leute aus der ganzen Welt schauen bei der Super-Wettbewerbsshow zu. Diese Scheiß-Show, die müssen wir irgendwann auch mal machen, aber... Nicht direkt jetzt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist zu viel für mein schwaches Herz, sage ich euch. Hier, diese Muschelglocke kannst du einem Pokémon zum Tragen geben, wenn du magst. Das ist ein richtig geiles Item. Das ist fast wie Überreste. Da hat es sich ja gelohnt, hierher zu kommen. Die Muschelglocke, die fetzt auf jeden Fall.
Immer wenn ihr angreift, kriegt der KP wieder. Das ist schon geil. Die gebe ich nachher auch irgendwem zum Tragen. So. Oh nein, sie hat ein Kind. Wenn ich mein Baby im Wagen spazieren fahre, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Gugugu. Alles klar. Gugugugugu. So, Arena-Time. Hey, hallo, wie läuft's denn so, Trainer? Du willst doch sicher die Arena-Leiterin herausfordern, hab ich recht? Tja, es ist momentan aber nicht möglich, so leid es mir auch tut. Du willst wissen, warum? Ganz einfach, sie ist nicht da. Schau einfach später nochmal vorbei, ich glaube, die ist gerade auf dem Bierfest. Oh nee, ist schon wieder September, scheiße, muss los. Da müssen wir jetzt auch hin, Leute. Aber Junge, ja, man kann's ja verzeihen, ne? Bierfest ist nur einmal im Jahr. Ich habe die TM-Stärke im Turm der Ruhenden erhalten. Dieser befindet sich auf Route 209 auf dem Weg nach Drostu. Oh, gut zu wissen. Hinweis 91, Leute. Waren wir hier schon drin? Offenbar nicht. Na, so war's. Du bist ja ein Trainer. Ja, ich bin Elder-Ersatz für die Pogis. Genau. Babys und Pokémon. Oh, Junge, quatsch mich doch nicht mit Babys voll. Wenn ich einmal erwachsen bin, will ich Babys. Warum wollt ihr alle Babys? Ich bin ein Baby. Alter, was geht denn hier ab, Junge? Also, da muss ich aber los. Meine Schwestern stehen immer im Mittelpunkt. Ja, scheiße, wenn man kein Einzelkind ist. Oh nein. Immer diese Schwestern. Ob die gut aussehen? Hm. Oh, eine Granny. Herzhofen, sei kinderfreundlich, sagt man. Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn im Herzhofen ist man nicht nur zu Kindern, sondern auch zu Erwachsenen und Pokémon nett. Wow. Meine Enkel wollen alle ein eigenes Pokémon. Das wird nicht einfach werden, aber so kommt wenigstens Stimmung in die Bude. Eine Welt, in der Menschen Mitgefühl zeigen und füreinander da sind. Das wünsche ich mir. Gut. Es ist so praktisch, keine Treppen im Haus zu haben. Wirklich viel angenehmer, sage ich dir. Außerdem können sich die kleinen Pokémon ohne Treppen deutlich freier bewegen. Ja, aber es ist auch deutlich ungesünder, ne, ohne Treppen. Wirst du fett. Richtig fett. Okay, diese Bude hier hat überhaupt nichts gebracht. Leider. Aber kann ich ja nicht riechen, ne? Dann haben wir hier noch was. Hallihallo. Oh, dich kenne ich doch, aber woher noch gleich? Ah, ich hab's. Du hast doch damals in Jubelstadt diese schrecklichen Typen abgefertigt. Nach diesem Vorfall habe ich allerlei Nachforschungen über dich angestellt. Dabei habe ich doch glatt herausgefunden, dass du mit dem berühmten Professor Eibel zu tun hast. Außerdem sollst du mühelos einen Arena-Ort nach dem anderen eingesackt haben. Ich sag's dir, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Sorry, ich blabber mal wieder wie ein Wasserfall. Ich bin Lana, erinnerst du dich an mich? Tatsächlich ja. Ich habe dir damals die Ballkapseln gegeben. Aber eigentlich bin ich die Systemadministratorin der Boxen, die in dem PC genutzt werden. Aha. Ah, steht da jetzt Lanas PC oder was? Könnte sein. Erstmal hier. Hallo, hast du einen Knursbox? Ja, hab ich. Falls nicht, musst du unbedingt den Fanclub besuchen. Ne, ich hab so ein Ding schon. Ich bin informiert.
Tatsächlich, jetzt steht da Lanas PC. Krass. Ich glaube nicht, dass das vorher auch so war. Da stand bestimmt jemandens PC. Es scheint, ist die Arenaleiterin Lamina momentan nicht da. Ja, Bierfest, Junge, kickt. Da muss man halt mal hin. Nach meiner Hochzeit will ich... Oh, Alter, die wollen alle Kinder. So. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Hier geht, glaube ich, der Punkrock ab. Wobei... Wartet mal. Wobei... Ne, wir probieren das mal. Mein Pikachu gefällt es, mal den Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Oh, geil. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen niedlichen Pokémon spazieren gehen. Ja, was, wenn ich keins hab? Auf dem Platz der Treue kannst du mit total niedlichen Pokémon spazieren. Erlaubt sind Pikachu, Pipi, Enton, Pachirisu, Vonaira, Haspiro, Triftlon, Pummeluff, Flamni, Chillas, Shelterra, oh, Alter, Panflam, Pampiro, Panferno, Plinfa und so weiter. Bitte komm mit einem von ihnen wieder her. Okay. Das geht halt tatsächlich nicht. Krasse Scheiße. Aber wer entscheidet denn, was niedlich ist, Junge? Deine Mutter. Ganz ehrlich, deine Mutter einfach nur. Deine Mutter. So, du trägst jetzt mal die Muschelglocke, weil die Muschelglocke ist geil und normal. Und dann probieren wir es nochmal. Nicht berechtigt. Berechtigt. Kommen Sie mal raus. Boah, es ist shiny. Hab meine Mons erschossen. Sehr gut, weitermachen. So und nicht anders, Junge. Bonaira ist müde. Ich komme mit meinem Vonaira jeden Tag hierher. Geil. Ja, was raus muss, muss halt raus, ne? Tja, Leute, und so sieht das aus, wenn Pokémon hinter einem herläuft. Oh, ich kann es kaum glauben. Ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Er ist einfach glücklich, ne? Und hier ist Voltwechsel. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch einen Elektro-Pogi, ne? Weil Voltwechsel ist natürlich eine geile Attacke tatsächlich. Kann man nicht schmeckern. Hallo, hier kannst du durch das Kochen von Bären Knospe zubereiten. Kochen. Geht die Scheiße. Was muss ich machen, Leute? 3, 2, 1. Muss ich jetzt rühren? Naja, tatsächlich. Andersrum. Ah, ihr Schweine! Rühr ich! Das bricht ab! Immer schön im Kreis drehen, Leute. Es brennt, rühr schneller! Was? Warum brennt denn die Scheiße? Geht denn der Rotz? Fertig. Ist es jetzt verkohlt? Schlechter Knurpspe Level 2. Angebrannt 5-mal. Okay. Ja, 5-mal ist nur 5-mal angebrannt. Ist ja wie wenn ich wirklich koche. Nee, lass mal. Was ist das für ein Scheiß?
Ja, ich bin Kochmeister 91, ne? Niemand kocht so gut wie ich. Anziehung. Ja, ich hab das auch noch nie gemacht. Woher soll ich denn wissen? Hi. Pampyro scheint jeden Moment ein Liedchen losdrellern zu wollen. Alles klar. Guten Shinies, ey. Sprich ruhig mal mit deinem Poki. Ja, mach's doch. Es hat halt Liebe, ne? Tipps für Trainer. Auf dem Platz der Treue kannst du die Kamera mit Hilfe des rechten Sticks bewegen. What? Oh, krass. Tatsächlich. Sachen gibt's. Oh, oh. Da ist ein Triftlon. Das sind Ruinen aus längst vergangener Zeit. Ey, nicht mit dem Triftlon spazieren. Das reißt dich sonst mit ins Jenseits, Junge. Musst da aufpassen. Die Spuktafel. Hämmert die nicht schon? Jetzt zweimal oder was? Ach, das geht jetzt wieder nicht. Rotze. Münzamulett. Einfach mal in den Ball gegangen. Okay. So, ab jetzt können die Pokis wahrscheinlich hinter mir herrennen, oder was? Da ist der Flying Uwe. Uwe, Junge. Und war's schön? Fühlst du dich erholt? Ja, wunderbar. Nanu, offenbar will das Pokémon, mit dem du gerade erst spazieren warst, aus seinem Ball heraus. Du musst wirklich ein besonderer Trainer sein, um so einen Eindruck bei Pokémon zu hinterlassen. Dein Pokémon würde sich freuen, wenn du es jetzt frei lässt. Ich lasse es frei. Ciao, Shiny, du bist frei. Den Platz der Treue kannst du mit deinem niedlichen Pokémon spazieren gehen. Ich bin erschüttert. Sie lassen mich mit meinem Pokémon nicht rein. Mit meinem Arm klein. Wie können Sie Garados und Stalos nur so diskriminieren? Ja! Truff, Junge, truff. Was soll denn der Scheiß? Warum durfte der denn mit Triftlern rein? Ja, guck mal, der rennt mir jetzt echt hinterher. Ist ja wild, ey. Das heißt, hinter diesem Tor befindet sich ein wahres Paradies. Oh ja. Jo, ab jetzt rennen die Shinies mir hinterher, Leute. Easy. Easy Snack, ne? Ah, den hatten wir schon. Okay. Dann müssen wir jetzt noch zu dem Wettbewerbsgedöns. Wir machen jetzt aber keinen Wettbewerb. Aber wir quatschen hier schon mal. Oh, pardon. Das tut mir wirklich leid. Bist du ihr, um an einen Wettbewerb teilzunehmen? Haha, wie wir genügen. Zufällig ist auch Lamina, die Arenaleiterin, von Erzöven, ein Wettbewerbsexpertin. Alter, Franzosen oder was? Vielleicht fragst du dich, woher ich das weiß. Nun ja, Lamina Gzimmer, das bin ich. Oh, halt's Maul. Was ist mit der? Wenn du bist Dress fort, sehr stark, dann du kannst mich herausfordern zu Endkampf. Nein, du bist auf dem Bierfest, Alter. Ja. Naja. Aber noch nicht jetzt. No, no. Gott. Dein Französisch ist sehr gut. Ja. Ich habe nie behauptet, dass ich das kann, ja. Ich habe einfach nur versucht, das irgendwie vorzulesen. Tja, was willst du machen, ne? Droppt lieber mal eure shiny Starter, Leute. Hilft ja nichts. Mein Held. Jetzt geht's in die Besenkammer. Oh Gott, die Mutter. Nee. Tu die Kondome wieder weg, die Mutter ist da. Oh, hallo. Was macht denn die hier? Was, echt jetzt? Sag bloß, Katrin ist deine Mutter. Ich wusste zwar nicht, dass sie Katrin heißt, aber okay. Ich hab wohl offenbar eine Mutter, die Katrin heißt.
dann hast du bestimmt gute Karten bei der Superwettbewerbsshow. Hm, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe mit Mulai noch nie wirklich über die Superwettbewerbsshow gesprochen. Aber ich bin ja ganz überrascht, dass ihr zwei euch kennt. Oh ja, richtig. Danke nochmal wegen vorhin. Bitte nimm diesen Sticker. Ich krieg immer nur Sticker. Bring ihn an der Ballkapsel deines Pokémon an, wenn du an einer Wettbewerbsshow teilnimmst. Das macht sicher einen tollen Eindruck. Ah ja. Ich bin übrigens eine Jurorin. Schau doch mal vorbei, wenn dir nach Unterhaltung zumute ist. Ja, das mache ich irgendwann, glaube ich, mal offline und nehme das mal auf. Aber im Stream, ich will die Leute nicht so sehr quälen. Und keine Sorge, für Einsteiger bieten wir auch Übungswettbewerbe an. Okay, Katrin, bis später. Na, warst du sehr überrascht, mich hier zu sehen? Mir war langweilig, also habe ich einen kleinen Abstecher nach Herzhofen gemacht. Oh, ist doch klein um die Ecke, ne? Ich war übrigens nicht weniger überrascht, dich hier zu treffen, mein Kind. Oh, meine Mutter sagt auch immer mein Kind zu mir. Ja. Also früher nicht, aber seit, wenn ihr erwachsen seid und eure Mutter trefft, dann keine Ahnung, dann sagt ihr auf einmal immer mein Kind. Das macht die bei mir auch. Nee. Weil nicht mehr so ein Kind, aber immer noch mein Kind, wisst du wie? Du willst also bei der Superwettbewerbsshow mitmachen, ja? Dann schmeiß dich aber bitte etwas in Schale. Wie sieht das denn aus, wenn du in deinen gewöhnlichen Alltagsklamotten neben deinem aufgebrezelten Pokémon stehst? Zieh lieber das hier an, das passt besser. Du erhältst ein Wettbewerbsoutfit. Fuck. Die Mutter wieder alles dabei hier, ey. Vertrau einfach deiner Mutter. Du wirst bestimmt klasse darin aussehen. Nun denn. Ja. Ne? Wird eine tolle Erfahrung. Ich muss los. Da hört es noch an. Scheiße. Oi, oi, oi. Du willst also an der Super-Wettbewerbsshow teilnehmen? Wie ich sehe, hast du auch schon eine Knopsbox. Sehr gut, dann habe ich hier einen Knops. Exquisiter. Naja. Gib den ein Pokémon. Ach, und noch ein guter Ratschlag von mir. Versuch dich über den Schalter ganz rechts doch mal einem Übungswettbewerb. Das ist die beste Art der Vorbereitung. Ah ja. So, die Entscheidung steht. Heute wird kein Rückzieher gemacht. Nein, ich werde mich für die Show anmelden. Nur die Ruhe bewahren. Tief durchatmen. Da hat jemand Angst, Potter. Wer zum Showstar gekürt wird, bekommt sein Foto ausgestellt. Cool. Mein Freund hat dermaßen Lampenfieber, dass er sich gar nicht erst traut, an der Wettbewerbsshow teilzunehmen. Ah, das war der mit dem Entoron, ja? Was mache ich denn jetzt? Bei der Superwettbewerbsshow messen sich die Teilnehmer in folgenden Bereichen. Style, Tanz und Attacken. Alter, geil. Pokémon, denen man zuvor Knobsburg gegeben hat, schneiden beim Style besser ab. Deshalb solltest du in der Knobsberei von den Experten lernen, wie man die zubereitet. Jo, hab ja meinen schon fünfmal verbrannt worden, ne? So, okay. Das wär's dazu. Okay, dann wollen wir jetzt mal die Stadt verlassen, würde ich sagen. Aus dem Weg mit deinem Baby, Junge. Oh nein! Tada, na endlich! Hast du mich warten lassen? Also, wer ist inzwischen stärker? Du oder ich, du oder ich, du oder ich. Find mal's raus. Oh, nicht der Junge, Alter. Junge, du lebst! Den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ey. Scheiße. Naja, okay. Boah, ich mach dich einfach mit einem einzigen Pokémon platt, okay? Cool. Also, Junge, warum hast du denn dein Staralili noch nicht entwickelt? Da geht's ja schon los. Das ist schon wieder dein erster Fehler.
Ciao, One-Hit-KO. Ja, weil du nicht kannst. Ich muss aufhören zu leveln. Na, wenigstens hast du deinen Starter schon mal entwickelt. Das ist ja schon mal okay. Wird ja auch Zeit, ne, Junge? Ich kann auch fies sein. Bist du Batman? Ich glaube nicht, dass du Batman bist. Also, bumm. Er haut die Tarnsteine raus. Boah, ich habe eh nicht vor zu wechseln. Bumm. Krass. Er kann Blubstrahl. Der macht auch guten Schaden, aber ist halt auch sein Starter, ne? Der sollte halt auch Schaden machen. So, tschüss. Wo ist eigentlich mein Mew hin? Hä, warum habe ich Mew nicht mehr dabei? Das verwirrt mich gerade. Hä, haben wir das Mew weggetan? Aber warum? Er hat Punita. Ich denke mal, wenn er Panflam genommen hätte, hätte er jetzt ein Wasser-Pokémon. Wahrscheinlich Bammelin oder so, ne? Hey, ich lebe noch. Und Russell, ja, das ist dann halt der Schelast-Ersatz, ne? Wenn er Schelast genommen hätte, dann hätte er auch Punita. Ja. Passt. Gut. Ich sag doch, ich besieg dich mit einem Pokémon. War zwar echt knapp, aber egal. Es hat gereicht. Aero-Ass können wir, glaube ich, mal mitnehmen, oder? Tackle weg. Der Junge, Alter. Junge! Ja, ich verhindere, dass er der größte Trainer der Welt wird. Alter, wie der Angler lacht. Ach du Scheiße. Er geht jetzt nach Schleiede. Okay, mach mal. Ciao. Verlauf dich nicht. Hä, wo ist mein Mew? Warum liegt denn das hier wieder auf der Box? Ich kann mich nicht erinnern, das weggetan zu haben. Scheiße, wenn man alt wird, ey. Ich sag's euch. Einfach nur scheiße. Jo, dann gehen wir jetzt aber endlich zum nächsten Shiny Hunt.